Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Kirby Clash. Schön, schön, dass ich wieder da bin. Jetzt kann ich euch nämlich endlich mal zeigen, was man hier so machen kann. Das ging ja in der letzten Folge nicht. Und zwar kann man hier zum einen natürlich den komischen Baum ernten, der, wie gesagt, besser wird, wenn man Geld ausgibt. Habe ich bisher aber noch nicht gemacht. Das heißt, ich kriege 10 Apfeljuwelen. Das ist, glaube ich, am Anfang so normal. Kann man alle 12 Stunden machen. Dann kann man hier die Abenteuerglocke läuten. Sowohl offline als auch online. Wie das offline geht, gar keine Ahnung. Ob man damit seiner Switch rumlaufen muss und das dann mit Freunden macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir suchen online. Und dann findet man da auch Leute und bekommt dafür auch diese Fragmente. Oh, und sogar Apfeljuwelen. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Da kann man sich hier die ganzen Leute nochmal angucken. Und mit denen kann man dann auch offline zum Beispiel spielen. So, dann kann man natürlich noch an die Amiibo-Statue. Ich mache das nur einmal, keine Sorge. Und da kann man da zum Beispiel wieder ein Amiibo an seinen Controller ranhalten. Und kriegt dafür dann auch immer 5 dieser Fragmente. Das kann man 5-mal pro Tag machen. Habe ich meines Wissens in der letzten Folge gesagt, aber halt nicht so anschaulich. Ja, das kann man 5-mal machen, also mit 5 verschiedenen Amiibos. Und dann sagt er, jo, das war's jetzt. Also da kann man sich noch ein paar Fragmente abholen. Und ich habe jetzt ein bisschen weiter gespielt. Bin, glaube ich, Level 9 geworden. Ich möchte mit euch heute Level 10 werden, um zu gucken, was passiert. Das Maximallevel hat sich auf jeden Fall erhöht. Und eine Sache, die ich nämlich in der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen, bei diesen Hilfs-Items, beziehungsweise ich wusste es einfach nicht, gibt es nicht nur Krafttränke und sowas, sondern es gibt halt auch diese Folianten. Die habe ich zwar in der letzten Folge auch schon angesprochen, aber nicht wirklich durchgelesen, was sie machen. Und zwar kann man sich die kaufen und das ist quasi ein permanentes Upgrade. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr dieses Spiel wirklich ernsthaft spielen wollt, diese ganzen Foliante hier erstmal zu kaufen, bevor ihr irgendwas anderes macht. Also Nachrüstung und sowas vielleicht. Aber dann sind diese Folianz, glaube ich, das Allerwichtigste überhaupt. Zumindest alles auf Level 1 bringen. Und ich habe gemerkt, ich mag sehr gerne den Magier, der ist nämlich sehr einfach. Und deswegen spare ich eigentlich auf den Foliantes Magie Beams Band 2. Das wird nämlich alle meine Werte aufbessern und das ist halt, wie gesagt, dauerhaft, was recht cool ist. Die werden natürlich immer teurer und teurer. Und wir holen uns hier nochmal kurz Foliant des seltenen Fragments Band 1. Damit steigt nämlich die Chance, dass wir in Missionen seltene Fragmente erhalten. Und diese seltenen Fragmente, die sind, glaube ich, erst im Late Game wichtig, aber kann ja nicht schaden, die auch schon im Early irgendwie zu erhalten, nicht wahr? Ja, ich habe mich auch bisher schon mit allem ausgerüstet, was wir hier so haben. Also ich habe für jede Klasse einfach mal alles gekauft. Und dann würde ich sagen, gehen wir in unsere allererste Mission wieder rein. So, Story-Mission, da gibt es nämlich auch was Neues. Ich habe hier in den Dünen einmal gegen den Schwert Glutian gekämpft und gegen Blocky. Blocky war richtig schwer, Blocky war richtig heftig. Da hat er richtig viele Leben, Leute. Und die muss man allerdings freischalten. Also hier hat man zum Beispiel eine Feuerprobe gehabt und die musste man machen, um weiterspielen zu dürfen. Und ich zeige euch das, ich glaube in den Ruinen ist das so genommen. Man muss nämlich die neuen Missionen mit diesen Juwelenäpfeln freischalten. Heißt, diese Juwelenäpfel sollte man auch nicht für jeden Schwachsinn für Sticker oder sowas ausgeben, weil man braucht sie tatsächlich für diese Mission, sonst kommt man hier nicht weiter. Ich würde sagen, wir schalten einfach mal das Gigantenduo frei für unsere letzten 10 Äpfel. Jetzt habe ich keine mehr. Ja gut, dann machen wir einmal das Gigantenduo und wählen hier natürlich, okay, der hat schon coole Leute ausgewählt. Wir wählen aber natürlich noch hier irgendeinen von unseren Abenteuern aus, die uns was geschenkt haben. Hier, Red Zunz darf auch noch rein. Spielen wir mit Euna, Ghost, Saro und Red Zunz. Und wir sind selber Magier, als einziger Magier hier. Ich muss aber sagen, am interessantesten zu spielen ist tatsächlich der Ritter, weil der am meisten Kampfmuster hat, also mit dem kann man am meisten machen. Denn der Magier, ich zeige euch den mal, der kann nicht so viel, der kann, also erstens bleibt er eigentlich immer recht weit hinten, dann kann er seinen Schuss aufladen, bis zu, wow, wenn er einen nicht trifft, bis zu 3-mal, 1, 2, 3, und wenn man dann den Gegner trifft, dann ist er nämlich verlangsamt. Also das ist tatsächlich der Magier, der das macht. Ansonsten kann man noch mit seinem Stab vorne angreifen. Man kann natürlich auch blocken mit dem Magier. Und wenn man so eine zur Seite Attacke macht, also wenn man zu ihm hinläuft, warte, ich zeige euch das vielleicht mal, zu ihm hinläuft und dann eine Attacke macht, jetzt will er das gerade nicht, warte mal, hinlaufen und dann so eine Attacke, dann macht er so eine Fuchtel-Attack. Puh, ausgewichen. Und ich muss sagen, das Spiel ist echt eigentlich ganz witzig. So, 1, 2, 3. Kann man auf jeden Fall mal so zwischendurch spielen, so ein bisschen. Okay, der erste Gigant ist tot, haha. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die richtig krass sind, also online. Ih, der sieht ja komisch aus. Die das schon so richtig geiles Equipment hatten und keine Ahnung, Level 50 waren und was weiß ich. Oh nein, bitte tu mir nicht weh. Ich glaube, man kann sogar in der Luft ausweichen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, hier, geh mal weg. Ich fuchtel dich tot. Oh, jetzt kann ich ihn gerade nicht angreifen. Wenn man die gerade nicht angreifen kann, dann sollte man als Magier zumindest seinen Attack aufladen, weil dann hilft man seinen Kollegen. Und natürlich hier immer noch Danke und Sticker-Spam und das ist alles wichtig. Ja, aber das Doofe am Magier ist halt, wenn man in der Luft ist und dann nach unten drückt, dann macht er keine Attacke. Da wird ja der Ritter einfach so eine nach unten Attack machen. Und der Ritter hat sowieso am meisten Angriffsmuster, so wie ich das sehe.
Beziehungsweise ich hab jetzt die anderen Klassen noch nicht so gespielt. Ich habe diesen Hammer-Typen nochmal gespielt. Der ist aber richtig langweilig. Weil der kann irgendwie gar nichts. Der ist richtig, richtig langsam unterwegs. Und, wie viel haben wir schon? Ist das schon der letzte? Ja. Der ist richtig langsam und schlägt immer nur mit seinem Hammer auf ihn drauf. Und hat da nicht wirklich irgendwie krasse Moves auf dem Lager. Das war, glaube ich, ganz gut, oder? Bäm, 80 Milliarden Schaden. Der soll weg sein. Der ist sowas von tot. Ja, gut gemacht. Fein. Habt ihr toll gemacht. Ihr seht ein gutes Team. Teamwork forever. Der dritte Ritter sieht schon voll cool aus. Mit seinen roten Feuerhaaren da. Die will ich auch haben. Ja, das ist ja wohl mindestens Silber. Ja. Boah, für Goldrang hätte ich 40 Sekunden schneller sein müssen. So, jetzt sind wir Level 10. Jetzt bin ich gespannt, ob irgendwas Tolles passiert. Vielleicht kriegen wir ja einen Beruf oder so, dass man sich jetzt spezialisieren kann oder sowas. Das wäre witzig. Ernsthaftigkeit um 7 gestiegen? Toll, oder? Was ist denn Ernsthaftigkeit? Ja, und wir haben beide Heldenziele erreicht. Oder zwei neue, besser gesagt. Oh, du kannst nun Ausrüstung der Seltenheit 4 erhalten. Ja, sieh mal einer an. Ich glaube, das war jetzt, weil wir Level 10 geworden sind, oder? Ich glaube schon, dass das was mit den Leveln zu tun hat, welche Seltenheit man haben kann. Und meines Wissens habe ich da auch schon Ausrüstung, deswegen, ja guck mal, er sagt sogar, er hat was Neues. Gib her die Ausrüstung. Oh, hier ein Lapis-Stab oder ein Erzmagierstab. Okay, also der Lapis-Stab, der lädt schneller auf für diese Fernkampfattacken. Dafür macht der Erzmagierstab die Wiederbelebungsstufe plus 5, keine Ahnung. Kann man wahrscheinlich die Leute schneller wiederbeleben. Und hat ein bisschen mehr Angriff und der Koop-Meteor stärker. Aber ich glaube, Aufladetempo plus 20 ist schon mega gut. Ich glaube, ich kaufe das für meine letzten 10. Jetzt habe ich halt gar nichts mehr. Jetzt kann ich leider auch gar nichts anderes mehr kaufen, weil ich keine Äpfel mehr habe. Die kosten, glaube ich, auch Äpfel, ne? Ja, oh, richtig teuer hier alles. Aber so Lapis, alles mit Lapis, Aufladetempo ganz hoch, finde ich, glaube ich, ganz geil. Ja, aber sicher ein Spiel, wo man sehr viel grinden muss, wenn ihr mich fragt. Ja, eine neue Mission, die zu teuer ist. Wo es Ärger gibt, ist dieser Schurke nicht weit. Bestehe die Feuerprobe, um seine Ware gestellt zu enthüllen. Wer bist denn du? Ich weiß nicht ganz genau, wofür die Feuerproben sind. Aber sie sind da. Ich glaube wirklich, dass man danach erst weiterkommen kann. Jetzt müssen wir allerdings, damit wir genug Äpfel haben, halt alte Missionen nochmal machen, wo wir noch nicht jede Teilmission geschafft haben. Hier zum Beispiel bei Blocky habe ich erst eine Mission oder ein Heldenziel geschafft. Schauen wir mal. Besiege Blocky, das habe ich geschafft. Was fehlt noch? Erhalte einen flotter Abschlussbonus. Dafür muss man den, glaube ich, sehr, sehr schnell töten. Nimm einen Abenteurer auf eine Mission mit. Habe ich das bisher noch nicht gemacht? Okay. Und Meister unterhalte eine Goldmedaille. Okay, komm, das schaffen wir. Blocky habt ihr ja sowieso noch nicht gesehen. Kann man mal machen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Tank, weil ich selber bin ja kein Tank. Der zweite wird dann mal so ein schneller Typ. Und der dritte... Nehmen wir noch einen Magier mit, oder? Hier so ein... Der sieht ganz gut aus. Der kann heilen und so. Ja, ja. Der ist cool. Zwei Magier, zwei Mitspieler. Und wir haben jetzt einen Abenteurer dabei, das heißt, da kriege ich sogar noch das Heldenziel. So, ich glaube, ein Hilfs-Item setzen wir auch mal ein. Da habe ich nämlich welche geschenkt bekommen. Hier, ich habe einen Angriffstrank habe ich. Ich glaube aber, das zählt nur für eine einzige Mission. Deswegen ist das ein bisschen doof. Aber die stacken. Man kann sie also bis zu 5-mal trinken und dann hat man 5-fach höheren Schaden. Ah, die sind aber auch so teuer, diese Angriffstränke. Ich glaube, dann setze ich nur eine Erfahrungssphäre ein. Die hält auch für 30 Minuten zumindest. So, dann go. Den machen wir doch easy fertig. Eigentlich wollte ich euch mal diesen Hammertypen zeigen, aber ich habe leider zu wenig Äpfel, als dass ich das lohnen könnte. Okay, jetzt mag ich ja schnell wieder zurück. Guck, der Sethery macht das auch. Einfach ganz weit zurückgehen, aufladen. Jetzt sollte das ja ein bisschen schneller gehen. Plus 20, keine Ahnung, was plus... Nein, und er war gerade in seinem Modus, dass man ihn nicht treffen konnte. Aua, okay. Ich glaube, der hat mich beim ersten Mal auch vernichtet. Oh, der kann dann auch platt machen, guck mal. Und wenn man stirbt, dann muss ein anderer Spieler... zu einem hinkommen und einen wiederbeleben. Also das kostet Zeit und in der Zeit kann man natürlich den Dude hier nicht angreifen. So, warte, wir verlangsamen den jetzt mal. Sonst macht er hier zu böse Sachen. Ja, das kostet natürlich dann alles Zeit. Ausgewichen. Nicht wirklich, ich habe Schaden bekommen. Shit, die haben mein Essen gegessen. Oh mein Gott, also dieser Blocky ist echt hart, finde ich. Blocky ist wütend. Okay, wir müssen ihn verlangsamen, den Blocky. Hoffentlich greift er mich nicht an. 1, 2 und 3, Attacke. So, du bist verlangsamt. Gib endlich deine Dinger her. Das kann so nicht weitergehen, dass du hier alle platt machst. Oh Gott, da muss man richtig aufpassen, wenn er so groß wird. Dann knallt er nämlich auf den Boden und macht alles platt. Oh nein, aber Mitspieler 2. So, hier, du bist wieder verlangsamt. Ich hab die... Oh, ich hab sogar die Zeit angehalten. Los, Leute, alle angreifen. Jetzt, das ist unsere Chance. Und sammelt alle die Dinger ein. Wie heißen die, diese Fragmente? Wir müssen die Fragmente, da ist eins. Leute, sammelt das Fragment ein. Ist das das erste? Okay, zweites Fragment. Oh Gott, er kommt, Leute. Stell in die Luft. Alles klar, gut ausgewichen, Leute. Oh, er kommt wieder zurück, weil er wütend ist.
Shitty, shitty. Okay, wir brauchen, glaube ich, noch ein Fragment. Dann haben wir alle. Also ich brauche noch mein Fragment. Oh Gott, was macht er? Greif den an. Wo ist mein Fragment? Gib mir mein Fragment, du Blocky-Ding. Blocky, ich hasse dich. Da ist mein Fragment. Okay, ich muss das schnell mitnehmen. Lass mich durch. Ich brauche das Fragment. Okay. Fragment, Attack, Meteor, Flieg und Sieg. Oh, nun exzellent. Oh, perfekt. Mitspieler 2 war richtig cool. Aber ich glaube, ich bin schon wieder ein bisschen zu langsam. Na, über 20.000. Was, nur 13.000? Ich glaube, dann hat er sehr viel Verteidigung gehabt. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Gut gemacht. Hier, noch ein Zelda-Typ. Link, glaube ich. Ja. Was denn? Das Spiel ist so witzig. Ich mag's. Komm schon. Gold, 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 Gold. Oh. Ich war 9 Sekunden zu langsam. Oh. Man kann sich die Goldmedaille auch holen, ohne dass die Zeit passt, glaube ich. Indem man zum Beispiel ganz viel Schaden mit dem Meteor raushaut oder indem man keinen Schaden bekommt und sowas. Ich glaube, da kriegt man immer noch Bonussachen. Aber immerhin doppelte XP. Und zumindest eine Mission von den Dingern geschafft, weil wir einen Abenteurer mitgenommen haben. Und ich hatte sogar noch ein Heldenziel, dass ich eine Erfahrungssphäre benutze. Alles klar. Wenn wir noch eine Mission machen, dann kriegen wir da auch noch was. Fast geschafft. Eine Mission, aber ich glaube, das müssen verschiedene Missionen sein. Ja, das war Blocky. Ich kann euch ja nochmal den Schwertglutian zeigen. Warum nicht? Was müssen wir? Meister der Mission mit mindestens Level 7. Bin ich, glaube ich. Bin Level 10, ja. Meister unterhalte eine Goldmedaille. Alles klar, diesen Gluten, den besiegen wir locker. Na du, das ist halt die erste Feuerprobe. Und ich glaube, der war auch ein bisschen stärker. Der konnte auch sehr viel ausweichen. Man kann... Oh Gott, ja, das war klar, dass er mich da trifft. Man kann übrigens seine Aufladeattacke in die eine Richtung aufladen, ihr seht das gerade, und sich dann aber während des Aufladens noch umdrehen. Also da muss man nicht mal in die richtige Richtung gucken. Ist vielleicht auch für einige interessant, das wusste ich nämlich zum Beispiel am Anfang noch nicht. Oh Gott, er macht einen Feuerschlag! Aber nach oben, okay, das ist der nach oben. Finde ich cool, dass die auch verschiedene Angriffsmuster haben, die Gegner, und die nicht so offensichtlich sind. Jetzt hat er nach vorne geschlagen, aber habe ich natürlich perfekt ausgewichen. So, und ich glaube, man macht auch mehr Schaden, wenn man... Oh, den habe ich nicht ausgewichen. Wenn man ihn die ganze Zeit im Nahkampf angreift. Und ich mache eigentlich immer nur diese... Oh nein, der ist da ausgewichen. Fit gefüttert? Ah ne, ich habe mich fit gefüttert, aha. So, ich mache diese Attacke von weiter weg eigentlich immer nur, wenn er halt gerade im Muster ist, dass man ihn gerade nicht angreifen kann. Oder wenn ich will, dass er verlangsamt wird. Oh, und ihr habt gerade noch eine andere Attacke von dem Magier gesehen, aber da weiß ich immer nicht, wie genau ich die mache. Da zeigt Kirby dann so komisch schräg nach unten und macht dann so eine Attacke. Okay, Leute, wir haben hier alle Dinger. Sammelt alle ein. Leute, Tag und Mitspieler 2, go, go, sammelt die Dinger ein, bevor er tot ist. Come on, Mitspieler 2. Hallo. Danke, endlich. Aber jetzt lang gedauert. 1 Minute 30, ich weiß nicht, ob das langt. Excellent, nein, wieder nur ein Excellent, ja. Fuck. Alle nur? Oh, das ist ja bad. Ich glaube, das wird doch schwerer, umso schwerer die Gegner sind. Wenigstens 10.000, ja, immerhin. Ich glaube, mein Rekord war tatsächlich so 18.000 oder sowas mit dem Meteor. Okay, habt ihr trotzdem gut gemacht. Ja. Good job, guys. Good job. Come on, Gold. Bitte Gold. Ja. Nice. Ich glaube, Platin-Rang hatte ich erst ein einziges Mal und das war online, weil dann Level 34er oder sowas da war. Allein habe ich das noch nicht geschafft. Gut, dann können wir ja die zweite Feuerprobe hier freischalten. Aber ihr merkt schon, man muss die alten Missionen halt immer und immer wieder spielen. Weil sonst gehen einfach die Äpfel irgendwann aus. Und jetzt merke ich gerade, mein Elan ist zu wenig. Ich brauche dafür 10 Elan. Was kommt denn, wenn ich jetzt aufbrechen will? Ich probiere es einfach mal. Möchtest du 2 Apfeljuwelen bezahlen, um neuen Elan zu gewinnen? Wie? Dann geht er wieder voll? Ah, okay, das kann man mit den Äpfeln also auch machen. Nee, ich will meine Äpfel behalten. Machen wir online einfach einmal den Ritter-Ramm-Kamm kaputt und dann sollten wir Level aufsteigen und dann haben wir wieder volles Elan. Oh Gott, guck mal, da ist schon wieder so ein Level 31er. Die sehen immer so heftig aus. Das ist echt krass. Guck mal, den Maximan. Nee, der Jakey war das, ne? Aber Maximan sieht auch schon cool aus. Ich bin eher so auf dem Niveau von dem Logan Bau. Logan Bau, ist das ein Bruder von Logan Paul? Wahrscheinlich. So, den kenne ich tatsächlich auch noch gar nicht, diesen Gegner. Das heißt, ich weiß auch nicht, was er für Angriffsmuster hat. Aber er hat eine coole Frise, das muss man ihm lassen. Einen coolen Irokesen. So, hier, Angriff von vorne. Alter, der eine macht einfach 10.000... Oh Gott, ich sterbe hier voll. Der eine macht einfach 10.000 Attacke mit einem Hit, während ich hier mit meinen 400 rumduddel. Okay, Aufladeattack. 1, 2. Oh Gott, er wird wütend. 3, Attack. Ich habe ihn nicht getroffen, nein. Ich habe auch Angst. Ich glaube, wenn er mich noch einmal trifft, dann bin ich einfach tot. Warte, ich brauche die Kuchen. Gib mir den Kuchen. Ich will die Kuchen. Au, oh Gott. Ich bin in Gefahr. Leute, ich bin in Gefahr. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin in Gefahr. Please save me. Kann mich irgendjemand heilen?
Ich weiß auch noch gar nicht, wie man heilt. Oh Gott, ich muss ausweichen. Ich muss ausweichen. Ich bin ausgewichen. Nein! Oh, ich bin tot. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Oh nein. Logan, pass auf deine Leben auf. Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Er macht auf jeden Fall mega den Schaden. Ja, jetzt liege ich da tot. Sie haben mich. Bitte Hilfe. Sie haben mich. Danke, Leute. Ihr seid die Allerbesten. Teamwork is magic oder so. Oder Freundschaft ist Magic? Oh Gott, ich sterbe schon wieder. Alter! Wieso macht der so viel Damage? Ich muss schnell hier weg. Alter, der ist viel zu heftig für uns. Der hat nur 4 Elan gekostet. Oh Gott, jetzt sterben ja alle. Okay, ich muss ausweichen. Ausweichen! Oh Gott, ich habe weniger Schaden bekommen, weil ich gut ausgewichen bin, aber ich muss denen helfen. Wieso ist der so stark? Der hat halt wirklich nur 4... Oh oh. Ich bin tot. Nein? Okay, ich lebe noch. Leute, okay, wir müssen den irgendwie nach rechts kriegen. Ohne Witz, sonst können wir die Leute nicht retten. Warum ist der so stark? Oh Gott, bitte geh weg von mir. Bitte nicht. Ich hab ihn nach rechts geduddelt, damit du ihn retten kannst. Okay, alles cool. Komm mal, Leute, den schaffen wir. Teamwork. Ich hab ihn angehalten. Alles cool, Leute, alles cool. Wir schaffen das. Alles easy. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp, dass wir das... Die hätten das fast verloren. Dann kann ich mir vorstellen, dass die Gegner auch schwerer werden, wenn die Leute... in deiner Gruppe auch stark sind? Und wir kriegen halt trotzdem noch Silber. Krass. Der Ritter Ramkam. Der war heftig. Wow. Und online kriegt man sogar noch mehr EP. Also Level 11 haben wir auf jeden Fall. Ja! Ritter Ramkam besiegt und Meisterunterhalter eine Silbermedaille. Na, immerhin. 5 Dinger nochmal. 5 Äpfel. Ein neuer Sticker ist jetzt zum Kauf verfügbar. Dark Matter. Sticker sind immer das Allerwichtigste. Dark Matter. Aha. Wunderbar. Kostet allerdings 20. Ich habe immer noch nur 7 Apfeljuwelen. Das ist voll wenig. Ich kann mir halt meine Rüstung hier nicht leisten. Mein schöner Lapis-Hut, den hätte ich so gerne, weil der Aufladetempo auch so hoch macht. Die Kraft ist mir egal, aber Aufladetempo. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz hier ein anderer Albtraum. Ich hoffe, den besiegen wir, weil er doch schon ein bisschen Hardcore ist. Heldenziele. Boah, da kriegt man richtig viele Äpfel für. Geil. Meisterrüstung mit mindestens Level 15, das dauert noch. Blocke einen Angriff zweimal. Einen Angriff zweimal, das geht. Okay. Meisterunterhalter eine Platin-Medaille. Okay, richtig schwere Heldenziele. Wir probieren es trotzdem. Ich frage mich, ob es in diesem Spiel auch so eine richtige Blockmission gibt. Dass man quasi, wenn man im richtigen Moment blockt, dass dann der Gegner Schaden bekommt oder eingefroren ist oder irgendwie sowas. Die Untersuchungen von Team Kirby führten zu Gerüchten über einen Mann mit Umhang. Da ist doch was faul. Das Team folgte seiner Spur und trifft in einer dunklen Nacht in den Ruinen ein. Immer diese Mini-Stories hier. Oh mein Gott, wer ist es bloß? Da ist eine komische Kugel. Oh mein Gushness, es ist ein Clown mit einem Wirbelsturm als Körper. Ach du Scheiße, okay, krasser Bossfight hier. Du kannst nicht stärker als Ritter Ramkam sein. Kamram? Aua, oh Gott. Bitte hiete mich nicht, ich muss ein... Ey, Mitspieler 1 hat mir mein... Mitspieler 1 hat mir meine grüne Paprika weggefressen. Hallo, wie der nur auf mich geht. Voll unfair. Die anderen... Geh doch auf die anderen. Nicht immer auf den Schwächsten. Hallo, leg dich mit Leuten an, die genauso stark sind wie du. Du Blödmann, dafür friere ich dich jetzt ein. Kannst mich mal. Hier, nimm das und das. Ich mach dich mit meinem Sternzepter kaputt. Du Blödkopf. Okay, ausweichen. Nein, ich bin in Gefahr. Leute, ich bin in Gefahr. Bitte, kann mich irgendjemand heilen? Aua. Wieso sterbe ich denn immer nur? Sie haben mich. Bitte, bitte. Hallo, Mitspieler 1. Lauf dich nur an mir vorbei. Hallo, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Danke, Mitspieler 1, du bist der Allergeilste. Also das mit dem Ausweichen muss ich, glaube ich, noch ein bisschen trainieren. Da bin ich mit dem Ritter tatsächlich auch am besten mit Ausweichen. Als Magier, oh Gott, was macht er jetzt? Als Magier bin ich da immer als schlechtesten. Ausweichen, ausweichen, alles ausweichen. Puh, ha. Okay, alles gut. Ich will nicht nochmal sterben. Weil ich muss ja sogar für eine Mission zweimal ausweichen, ne? Hier, kriegst mich nie. Ich hab dich eingefroren. Was willst du jetzt machen, hä? Mit deinen komischen Scheißgrinsen. So, lass deine komischen... Danke. Ich hab eins. Leute, ich hab eins. Jetzt seid ihr dran. Oh, Heilung. Wieso sammelt ihr immer meine Heilung an, ihr Doofies? Ich brauch die auch. Geh schnell weg. Er macht wieder seine Stern-Attack. Oh mein Gott. Jo, geh doch nicht mal zu mir. Was ist denn das für ein komischer Dude? Der ist voll schwer. Ah, hier. Ich hab dich... Du bist gezeitbeamt. 1, 2 und keine Schlägerei. Attacke! Hat natürlich nicht getroffen. Verdammt. Na, wo kommst du hin? Wie die mir immer mein Essen wegfressen. Diese Garlic-Teamwork hier. Die sehen doch, dass ich am wenigsten Leben habe. Ducken, damit man nicht getroffen wird. Okay, Leute, sammelt die Dinger ein. Sammelt die Fragmente ein, schnell. Einer fehlt noch? Nee, alles klar. Alle Sterntafeln gesammelt. So, Leute, das muss gut werden.
Na, ich habe leider nur exzellent geschafft, aber die anderen haben alle... Nee. Ist aber zwei eher. Zwei perfekt. Come on, 15.000 ist locker drin. Meteor Attack! Was, nur 12.000? Okay, ich glaube, ich bin zu schwach für diese Gruppe. Ich bin euer nicht würdig, es tut mir leid. Oh, er ist gestunt, Leute, er ist gestunt. Haben wir gut gemacht. Ich habe sogar den Final Blow hier gegeben. Nice. Bisschen frustrierend, dass ich der Einzige war, der gestorben ist. Aber haben wir trotzdem gut hinbekommen, nicht wahr? Wow, nur Bronze. Die habe ich aber auch recht lange liegen lassen. Würde ich aber auch, wenn ich sehe, oh ja, der Mitspieler ist nicht so toll. Das hat er verdient zu sterben. Ja, ganz viele Äpfel. Oh, und noch eine neue Ausrüstung. Krass. Lag das jetzt auch an der Feuerprobe? Team Kirby besiegte den Mann mit Umhang. Doch er konnte auf die andere Seite des Vulkans entkommen. Oh, okay, also gegen den muss man auch noch ein paar Mal kämpfen anscheinend. Das ist so der Endboss hier. Um den Mann mit Umhang zu stellen und das Königreich vor anderen wilden Gegnern zu schützen, reist Team Kirby zum nächsten Gebiet, dem Vulkan. Okay, also richtig mit kleiner Story hier. Ach, willkommen zurück. Kirby, gratuliere zur bestandenen Feuerprobe. Wer oder was war denn dieser Mann mit Umhang, der da weggelaufen ist? Kennst du den? Oh, und es gibt offenbar neue Missionen, also schau sie dir mal an. Alles klar, danke, kleiner Matrose. Aber erst Sachen kaufen. Waffe ist immer wichtiger. Aber gleich schon Seltenheit 5? Das ist halt krass. Sind aber auch zu teuer. Kann ich mir alles gar nicht leisten. Weiß Kaninchenstab ist schon hübsch. Coole Designs dabei auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht nicht für jede Klasse alles kaufen sollen. War vielleicht doch ein bisschen zu teuer. So im Nachhinein. Jetzt haben wir hier noch einen weiß Kaninchenhut. Der sieht nicht so cool aus. Aber der Rosenhut, der sieht nice aus. Wie eine kleine Hexe. Ja, dann schauen wir nochmal kurz, was für tolle neue Missionen wir hier haben. Ob man die auch freischalten muss oder was da los ist. Vulkan. Ja, für 10. Giganten Trio. Oh mein Gott, der ganz rechte ist dazugekommen. Kaufe ich auf jeden Fall, damit ich neue Missionen habe. 11 Elan kostet das einfach, den zu machen. What? Werden wir dann aber vielleicht in der nächsten Folge machen. Bis dahin würde ich sagen, wenn euch der Fight gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ansonsten ein Abo, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Ich werde das Spiel jetzt, glaube ich, noch ein bisschen länger spielen, auch wenn das sehr grindlastig ist. Ich weiß noch nicht genau, wie... Ach, guck mal da oben, guck mal da oben. Dich mache ich fertig. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache mit den Grinden. Ob ich da dann immer den ganzen Fight zeige oder so. Aber werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen kommen. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Euer DC. Achso, warte, eine Sache noch. Man kann hier die Pose ändern, Leute. Wie cool ist das denn? Und die anderen sehen das dann auch, wie man seine Pose hier macht. Ich finde den hier am coolsten. Okay, tschüss.